irgendwas brennen. Das ist ein Moped. Hannis Moped. Okay. Schicken wir dir nochmal eine Einladung. Zack. Ja, wieder mal technische Schwierigkeiten. Ali nix schuld. Ich war doch schon weiter. Ich warte mal hier bei deinem Moped. Falls du das nicht gleich siehst, dann weißt du, wo es steht. Ja, wieder mal technische Schwierigkeiten. Ich verstehe es nicht. Ja, also manchmal muss man echt dran zweifeln. So, zeig dich immer noch als offline. Ja, es geht los. Sehr schön. Fertigkeitspistole auf Level 8. Jo. Okay. Was war das denn? Spiel beigetreten. Schön. Nur noch gucken, wo. Wo bist denn du? Im Wasser? Da hinten? Oh. Hanni, dein Moped ist hier, wo ich stehe. Nee, das ist meins, oder? Nee, warte, ich komm. Nee, ich deins. Ich sehe ja mein Moped. Okay. Okay. Na, soll ich auf die warten, oder? Das ist mir egal, du kannst auch vorfahren. Ich markiere dich dann mal ganz kurz. Ja. Also wie gesagt, man kommt hier hinten auf diesen Weg. Wenn man weiter Richtung Süden fährt, fährst du den Weg lang bis zur Straße und dann links hoch in Richtung unserer Siedlung und dann bringen wir das Zeug erstmal weg. Also. Da haben wir schon mal wieder eine recht große Tour gemacht und immer noch keinen Weg nach Westen gefunden. Der ist uns verboten. Ich will in den verbotenen Westen. Wo geht's denn hier hin? Zur Randsiedlung. Achso. Wenn du von da auf die Straße Ach kommst, ja, nach rechts, rechts fährst, dann diese grüne kaputte Siedlung. Und da, von da aus geht noch ein Weg runter nach Süden, den ich noch nicht kenne. Aber ich bin vollgepackt. Also wenn wir was Gutes finden, wird es echt schwierig, da was rauszusuchen, was wir weghauen können. Ne? Ich habe Erwin mal ein bisschen angefahren. Ja, vielleicht treffe ich ihn ja auch noch. Hilde auch noch. War jetzt aber kein Haltbarkeitsverlust auf meinem Moped, ne? Zumindest nicht bei Hilde. Bei Erwin weiß ich nicht. Da habe ich den nämlich noch nicht drauf geguckt. So, ich bin auch noch mal drüber gefahren. Ja, lagen sie beide, oder? Mhm. Und haben noch gezappelt, wahrscheinlich. Ja, gekrabbelt sind sie. Gekrabbelt, ja. Naja, so ohne Beine ist man schlecht, ne? Jetzt habe ich Klausi erwischt, jetzt ist mir 1% runtergegangen vom Moped. Also wenn du da so 100, 200... Leute da umfährst, dann geht wahrscheinlich das Moped gänzlich kaputt. So. Oh, das Bettchen kommt schon immer näher. Schön. Wird auch Zeit.
ich mal gespannt, ob ich irgendwas hier drin finde, was ich mitnehmen kann. Nee, gar nicht drin, ist schön. Brauche ich das wenigstens nicht wieder liegen lassen und dann später holen oder so. Wäre auch nicht schön. Ich bin zu Hause. Ich auch gleich. Ich mache aber trotzdem mal zu, nicht, dass ich hier noch unerwartet Besuch krieg. Ja, natürlich wieder ein bisschen Fleisch. Ne, brauchen wir ja ab und zu mal. Schon mehr als 560 Tierhaut. Das ist doch gut. Wieso ich die... Okay, ich habe eine Goldrutenpflanze dabei. Die ich versehentlich aufgenommen, eigentlich wollte ich was anderes nehmen, aber ist egal. Okay. Packen wir die halt mit rein. Okay, leere Gläser. Dann Wasser. Hat er das jetzt gemacht? Nö. Achso, geht ja nicht. Ist voll. Gut, packen wir es halt damit rein. Werden demnächst sowieso nochmal Tee abkochen, glaube ich. Hm. Ja. Sortierung machen wir so. Ein paar Eier haben wir wieder. Eins brauchen wir noch. Dann haben wir 333. Na Mensch. So, was habe ich hier noch? Geschossspitze oder was sind das? Die Patronenhülsen. Ja, ich habe eine Kiste für Waffen, eine Kiste für Munition und eine Kiste für Munitionsherstellung. Das ist gut, ne? Also wenn es ein bisschen mehr wird, dann können wir da nämlich schön alles ablegen. Na, Kohle hatte ich jetzt 1000 dabei, ja schön. Kohle haben wir übrigens inzwischen über 12.000. Ja, ich habe gesehen, ich hatte ja auch noch was reingepackt und ein bisschen Nitrat. Nitrat. Also Nitrat ist echt wenig. Muss man mal so sagen. Schade. Wirklich ja, schade. Ich werde nochmal in diese andere Höhle da. Nägel, 240 Nägel. So. 51 Krokant. Ja, super, 51 Krokant. Schön. So, dann hole ich mal den Rest aus dem Moped. Oh ja, ich habe auch noch was drin. Vor allem, glaube ich, Waffenteile sind da drin. Ich habe auch ein blaues T-Shirt in knapp 500 oder so. Der erste ist meins noch. Ja, okay. Waffenteile. Oh ja, das eine würde ich freuen. Schraubenschlüssel packe ich mal in die Werkzeugkiste. Den Schraubenschlüssel 574 war das, glaube ich. Ja. Fällt gleich auf. Natürlich wieder eine hochwertige Taschenlampe. Waffenteile sortiere ich erst wieder, wenn das alles voll ist. Ich meine, was soll das? Ne? Mhm. Was für ein Rahmen hat meine? Oh, da ist ein besserer. Okay.
Der wird gleich wieder an meiner Magnum rumschrauben. So, ich habe hier auch noch was. So, jetzt hat die Magnum 522 erreicht. Und mein Dude hat so Hunger, wa? Ne, meine war das. Ach so, deine. Ich dachte, ich bin das. Sonst bin ich immer Knurri. Naja. Na gut. Diesmal nicht. Nachladen nicht vergessen. Jawohl. Packen wir das mal rein. Ja, Waffenteil ist nur halb gefüllt, das ist ja gar nichts. Nee. Gar nichts. Okay. Gehen wir mal hier hin. Nee. Dahin. Schießpulver war ja hier, glaube ich. Jawohl. So ein Quatsch geht hier zum Händler. Das auch. Das geht in eine Werkzeugkiste. Oh, ist wieder einiges mit bei. Das ist für die Händlerkiste. Zack. So, dann gucken wir mal. Das geht in die Küche. Das auch. Ich gehe mal ganz kurz Leben klatschen. Das ist eine gute Idee, ja. Wieder da rein. Oh, dann müssen wir demnächst mal wieder Tee kochen, glaube ich, damit wir Wasser rauskriegen. Ja. So, Geld. Wie viel haben wir inzwischen? 89.813. War ich jetzt Tag 31 nochmal zum Händler? Nee, ich glaube nicht. War ja sowieso eigentlich keine Lust drauf. Nee, stimmt, wir Nee, hatten so eine große Tour gemacht, hat so ein bisschen länger gedauert und deswegen zu dem wahrscheinlich. würde ich auch nicht fahren wollen. Also. Schade. Schade, 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 schade. Okay, was haben wir hier noch? Das, 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 das. Oha. 146 Geschosshülsen. Das ist ja schon wieder Hammer. So, das ist was für die Bastelkiste. Da haben wir ja auch noch was. Ach, das gehört auch noch eigentlich in die Küche. Tierhaut. So, das ist für die Bastelkiste. Was ist noch für die Bastelkiste? Kleber. Kurzes Eisenrohr, schön. So, Stein geht bei Geröll rein. Oh, das Stein ist aber. Da ist schon eine ganze Menge. Ja. Eisen haben wir da auch noch. Kohle nochmal. Holz geht, also 5.000-6.000er Stacks sind voll, ein weiterer fast. Ach, hier haben wir sie. Okay, Bonbon-Dosen, da gehen auch die Federn rein. Da rein, Schießpulver geht hier noch rein. Geschosshülsen.
darin. Aber grober Schrot ist gegenüber dem anderen auch ziemlich wenig, ne? Müssen wir auch irgendwann mal nochmal ausgleichen. Dann gucken wir mal. Sprit war ja fertig, das ist gut. Das Eisen durchgelaufen, hier auch. Und Leben voll, das ist gut. Und der hier, was macht der hier? Oh Mann, der hat so viel. Zement gemacht. Da können wir uns was eigenes bauen, du. Also so richtig von Grund auf, ne, mit richtig festem Ja. Material. Oha, 16.000 Zement. Das ist ja hervorragend. Das ist, ich weiß nicht, haben wir da übertrieben? Nein. Du weißt, ich bin noch nicht fertig bei der Base und bei uns da, ne? Also. Okay, Hani hat also noch einiges vor, dann ja, dann arbeiten wir doch einfach mal weiter hinzu, ne? Also ich denke, das funktioniert so ganz gut. Ich habe kurz mal die Schmieden ein bisschen angehalten, weil der Eisen durch war. Leg noch mal nach. Also Eisen ist dann auch alle. Wenn ich das jetzt nachlege, brennt das zwar noch ein bisschen, aber eine Schmiede habe ich jetzt aus, weil ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Nachher haben wir zwei, drei Kisten voll mit Beton und Zement und Pflastersteine oder so was. Ja, und dann brauchen wir das nicht mehr, wäre ja schade. Dann gucken wir doch noch mal nach Reparaturkits, hatte ich ja schon welche hergestellt. Mechanische Teile hast du auch wieder welche gefunden, das ist gut. Ich weiß gar nicht, wo das war. Wir waren noch da. Ach so, wir waren noch da in dieser Militärbasis da. Da war das drinne. Okay. Alma ist wieder draußen und krakeelt. Aber ich habe keinen Bock mit ihr zu spielen. Naja, geht das wieder schief. In dieser Baumarktkiste war das drinne. Kits machen wir, dann machen wir mal wieder Klebeband. Alles schön nacheinander. Dann gucken wir wieder nach mechanischen Teilen. Also das ist so viel, was man sich hier basteln kann. Ich merke mir das nicht. Ich gucke da lieber nach. Weißt Ja. du? Geschmiedeter Stahl und Klebeband. Okay. Geschmiedeten Stahl haben wir eigentlich recht gut schon. Aber ich glaube, das stelle ich trotzdem noch mal an bei denen, die jetzt durchlaufen. Ja, ich will noch die Base ein bisschen verbessern, nachher gleich noch schnell. Ja. Okay, das haben wir auf jeden Fall. Das sind 37. Was ist denn hier los? Wer klingelt denn so spät? Das durch.
Oha, da ist ja jede Menge los, ne? Also 260 Reparaturkits haben wir jetzt. Da ist dann wieder jede Menge los. Nehmen ein bisschen Stein, das. Also Kohle über 12.000, geht gar nicht. Das ist so viel übrig. Wie sieht das denn mit den Federn aus? Da brauchen wir auch welche. Da brauche ich Kohle für und noch irgendwas. Gucken wir mal rein. Schraubenfedern da. Kohle und geschmiedeten Stahl. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich finde das immer noch seltsam. Ich bin jetzt im Menü drinne und das wird im Stream nicht gezeigt. Zack. Stelle ich mal halt noch was an. Oha. Ja, doch ganz gut, dass ich geschmiedeten Stahl noch angestellt habe. Nicht gut wieder was verbraucht. Ich mache ja wieder mechanische Teile. Ich mache wieder Schraubenfedern. Dann werde ich wieder Holz holen und geschmiedetes Eisen brauchen wir dann auch. Werden natürlich wieder Zugbrücken machen für Ja. den Händler. Und dann wieder geschmiedeten Stahl natürlich für die Aufwertung und so was alles. Durst. 522. 522. Okay, kein Haltbarkeitsverlust bei Reparatur. Okay, schön. Chrysanthemen haben wir ja auch wieder ein bisschen. Dann machen wir halt noch ein bisschen roten Tee. Genau, 100 Mal. Das ist okay. Das ist okay. Das kriegen wir alles verstaut. Dann wollen wir mal gucken. Müsste ich ja eigentlich hier groben Schrot mal anstellen, wa? Ja. Das wird da ein bisschen mehr rauskriegen. Lehm ist ja drinne. Ja, ziehen wir durch hier. Der macht jetzt 590 davon. Das ist okay. Über 1000 haben wir jetzt von dem geschmiedeten Stahl, das ist auch okay. Das geht hier rein. Ja, da geht schon was. Das aus, ne? Ja. Okay. 41 Minuten, 34 Minuten, oh, das zieht sich alles noch in die Länge. Also Beton und Zement stelle ich erstmal nicht an, da ist noch einiges da. Lehm brauchen wir auch noch, hier bräuchten wir Eisen wieder. Du bist jetzt in meiner Lehmkuhle da hinten. Okay.
So, eigentlich wollte ich ja noch was anderes machen. Ich wollte mal gucken. Wegen dem Clownhammer, ja, nehmen, machen wir mal. Ach Quatsch, kann ich doch eigentlich hier lassen, Reparaturkits. Verschieben wir das Ganze mal nach hinten. So, ich komme mal kurz zu dir. Ich brauche ein ganz klein bisschen Lehm. Ich will mal was austesten. Wegen der Ziegel, ob ich da gleich Beton brauche oder ob ich da erst Lehm drauf machen muss, damit ich den weiter zu machen muss. Weil ich habe keine Lust, die wegzukloppen vom Friedhof, weißt du? Ja. Mache ich das lieber so. Ja, kannst du mir da ein bisschen Lehm abwerfen, wo du schon dabei bist? Also bestimmt eine ganze Menge. Dankeschön. Bitteschön. Gehen wir gleich mal zum Friedhof und machen da noch ein bisschen was. Ja, ist schade, dass man diese weißen Blöcke nicht herstellen kann. Die sehen wesentlich besser aus als das, was da schon ist. Ja. Wahrscheinlich, weil die da schon sind, verrottet sind oder sein sollen. Wird er mir gleich zeigen. Also Wände mache ich aber nur die unterste Reihe Beton, den Rest lasse ich. Ja. Nee, kann ich tatsächlich nur mit Beton aufwerten. Okay. Okay, das heißt, wenn ich das mit Beton aufwerte, kann ich hier unten, wo die Lücke ist, zwei Betonblöcke hinsetzen und dann ist das auch Geschichte. Dann sieht das wenigstens vernünftig aus. Dann mache ich hier den Haupteingang mal richtig auf. Irgendwas sehe ich doch hier schon rumschwadronieren da hinten. Wo ist es denn? Erwin! Mein guter, was hast denn? Schluck auf. Die sucht sich auch einen Weg nach draußen, ne? Also doof sind die ja eigentlich nicht. Nee, nee. Nicht, nehme ich die denn gänzlich weg? Ich glaube, ich nehme die Eisenstangen gänzlich weg. Das sieht dann komisch aus. Wenn ich hier bloß zweier Höhe wegnehme. Ne, mache ich nicht. Dann nehme ich sie alle weg. Kann doch eigentlich unten wegmachen, die Seite wegmachen und dann fällt das runter und dann habe ich das schneller weg, wenn da so eine Eisenträger entstehen. Verstehe ich auch nicht, ne? Diesen Eisenstangen klopfst du rum und klopfst, auch wenn es jetzt Ja. schon schneller geht.
Ne, aber wenn die erstmal runterfallen, dann machst du einen Schlag und ne? Ja, richtig. Das ist, ich weiß nicht. So, irgendwo ging es doch hier raus. Ich glaube hier. So. So, und jetzt die Eisenträger. Ich zeig das mal demonstrativ. Bäm, weg. Bäm, weg. Was für eine Zeitersparnis, ne? Wenn man das richtig macht. Okay. Ja, dann werde ich mir mal ein bisschen Beton gönnen, glaube ich, für den Friedhof. Ne, wir haben ja genug über, da ich zwei Blöcke herstellen kann, dann die anderen unten aufwerten mit Beton, damit das wenigstens einheitlich aussieht. Dann brauche ich noch vier Eisenstangen. Dann habe ich das äußere Gerüst schon fertig. Oh ja, das sieht schon mal gut aus mit dem Lehm. Beton hier, wie viel brauche ich? Ich nehme einfach ein bisschen was mit. Hast du noch Eisenstangen irgendwo? Ja, in meiner Kiste. In deiner Kiste. Ich nehme mal vier Stück raus. Und pack dir die anderen wieder rein. Dann machen wir einen Betonblock. Nö, zwei machen wir. Und dann gehe ich zum Friedhof, dann machen wir das nochmal fix und dann denke ich mal, werden wir auch langsam zum Ende kommen, wa? Ja, kein Problem. Boah, der hat schon wieder Durst. Hoffentlich schaffe ich das dann noch mit dem Umbau. Zu lustig wird. Ja, also die Magnum habe ich, wie gesagt, festgestellt. Also von der Handhabung her ist sie eigentlich genauso wie die Pistole, aber Munition ist schwerer zu beschaffen. Ne? Das ist deswegen nutze ich die nicht so gerne. Jetzt so geht's, ne? Durch die Schatzsuche haben wir ja. Und da werde ich aber auch irgendwann wechseln dann. Ne? Ja, So, mach das mal. dann wollten wir hier ein bisschen was austauschen. So, dann mache ich hier Betonblöcke hin. Dann mache ich hier die Eisenstangen hin. Und weil das nicht ganz so original aussieht, gehen wir rum und werten das auf. Nur unten.
Und schon sieht das alles einheitlich aus. So. Oh, hier muss ich was reparieren mit Pflastersteinen. Okay, da haben die schon was kaputt gemacht. Na, Alma, wo bist du denn? Oh, verdammt, jetzt habe ich einmal zu viel gemacht. Das hat er aufgewertet beim Friedhof, ne? Und hier hinten ist schon so viel kaputt. Oh, schade. Ich glaube, Alma hat's geschafft. Echt? Ja. Oh, das ist so schade, ne, dass hier so viel schon kaputt ist. Schon wieder, ne? Oh. Ah! Mano. Was du? Wie viel vom Dach gefallen? Machst du auf dem Dach? Oh, Vorbereitung. Okay. Wolltest was umbauen? Oder? Ja. Okay, bist du auf der Battle Base dann, oder? Nee, bei uns. Okay. Schön. Okay, da haben wir ein relativ einheitliches Bild. Die Fackeln hängen mir aber eigentlich ein bisschen zu hoch, oder? Nö, nö, doch, das passt, das passt. Schön, ist offen. Okay. Es fällt gar nicht auf, dass hier hinten das Loch war. Schön, schön. Ja, ne, ein bisschen geschubbelt, weißt du? Das ist egal. Du weißt ja, bei dem Friedhof ist öfter mal an einer Stelle ein Baum, ne? Und da ist auf, obwohl da eigentlich gar nicht das große Tor wäre, sage ich jetzt mal oder so. Genau. Und da habe ich jetzt ein bisschen ja, so einen kleinen Kunstkniff angewendet. Das ist nicht zu sehen, dass da ein Loch war. Ne? Nur habe ich leider an zwei Stellen doppelt aufgewertet, was ich so gar nicht wollte. Naja, mein Gott, das passiert. Naja, sieht aber ein bisschen komisch aus, wenn du zwei Blöcke von weiß ich nicht wie vielen hier dann. Ja, das ist natürlich klar. Das ist. Ne? Ah, naja, dann werde ich die irgendwann mal wieder wegklopfen und dann einfache Betonblöcke reinsetzen und dann ist gut. Oder du hilfst mal kurz mit einem Erdbohrer oder so. Ja, das kann ich machen. Ja, aber. Boah, 4% Essen, 3% Du es, ja, schön. Ja, ich sollte auch mal wieder was essen hier.
Okay, Hani, wie sieht's aus? Baust du Wie hier sieht drinnen was um? aus? Ach so, du wolltest ja oben was machen. Okay. Ja, für mich ist langsam Feierabend. Nee, alles gut. Ja. Können wir machen. Ja, vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche auf jeden Fall noch eine gute Nacht. Wir sind dann am 3.7. wieder für euch da. Ab 20:15 Uhr circa. Ja, also sage ich bis dann und macht's gut. Okay, von mir auch. Rido.